Hat FIFA 18 durch das Team of the Season wieder einen neuen Hype bekommen? Diese Frage werden wir heute beantworten und am Ende brauche ich ganz, ganz wichtig deine Meinung in den Kommentaren. Wir starten jetzt einfach direkt mal rein. Und zwar laden FIFA-YouTuber natürlich zur Team of the Season-Zeit viel, viel mehr Videos hoch. Das heißt, man kann schon so einen kleinen Hype bei den FIFA-YouTubern erkennen. Allerdings ist es natürlich auch so, dass du als FIFA-YouTuber zu bestimmten Events natürlich auch mehr hochladen solltest, weil die Community das eben im Normalfall auch so will. Aber an sich will die Community zum Team of the Season eigentlich nicht mehr Videos als im Normalfall. Und das kann man statistisch sehr, sehr gut belegen, denn die Videos zum Team of the Season werden nicht mehr geklickt als Videos, die vor ein, zwei Monaten rausgekommen sind, bei denen es eben auch um FIFA ging. Denn eigentlich war es in den letzten Jahren immer so, dass die Klicks zum Team of the Season so um 30% oder so einfach mal hochgegangen sind, weil einfach alle unfassbar gehypt waren auf dieses Event und deswegen halt die Leute und die Fans einfach auch diese Videos viel, viel mehr geschaut haben. Aber dieses Jahr ist dieser Hype überhaupt nicht zu erkennen. Also rein statistisch gesehen sieht man da überhaupt nicht, dass da gerade das Team of the Season stattfindet. Was für Gründe das jetzt eben genau hat, ist schwer herauszufiltern und das ist eigentlich die Aufgabe von EA Sports, dass die da eben jetzt auch eine Lösung finden. Also wir halten fest, zum Team of the Season dieses Jahr ist überhaupt keine Reichweitensteigerung zu erkennen. Allerdings muss man sagen, dass bei den Streams sehr, sehr viel mehr Viewer am Start sind. Das hängt aber auch damit zusammen, dass einfach zum Team of the Season in Streams viel, viel mehr Pack-Openings passieren. Und wenn noch vor 3 Monaten irgendjemand in einem Stream ein fettes Pack-Opening gemacht hat, wurde das auch schon sehr, sehr gut angesehen. Und wenn jetzt eben zum Team of the Season jemand ein Pack-Opening macht, dann wird das auch nochmal ein bisschen mehr angesehen als eben jetzt vor 2 Monaten zum Beispiel. Aber es werden halt, wie gesagt, Pack-Openings einfach sowieso oft und sehr, sehr gerne angesehen. Deswegen wirken die Streamzahlen sehr, sehr gut. Allerdings waren die damals jetzt auch nicht wirklich viel schlechter. Und man kann auch wirklich heftig erkennen, dass zum Beispiel beim Team of the Year der Hype unfassbar riesig war und beim Team of the Season eben gar nicht. Denn damals beim Team of the Year hatte Gamer Brother bei einem Stream live 50.000 Zuschauer. Daran kann ich mich noch ganz genau erinnern. Und zum Team of the Season hat er so ungefähr 20.000 Zuschauer. Also wirklich wesentlich weniger. 30.000 Leute weniger im Stream. Ich meine, er hatte nicht immer 50.000 dann zum Team of the Year, aber zum Team of the Season hatte er zu Bestzeiten ungefähr 20.000. Vielleicht waren es auch 25.000, keine Ahnung. Allerdings erkennt man schon, dass da wesentlich weniger Zuschauer am Start sind als noch zum Team of the Year. Ich hau jetzt nochmal kurz meine eigene Meinung dazu und zwar freue ich mich tatsächlich sehr auf die neuen SBCs, die da immer kommen. Zum Beispiel jetzt eben heute Abend die Premier League SBC. Allerdings bin ich sonst sehr, sehr wenig gehypt und irgendwie habe ich auch nicht wirklich das Verlangen, die neuen Spieler zu spielen, obwohl das eigentlich in den letzten Jahren bei mir immer der Fall war. Also da wollte ich wirklich immer jede einzelne Karte einfach komplett austesten und wirklich wissen, wie sich die Karte spielen lässt. Ich wollte mein Team umbauen und alles. Aber irgendwie fehlt da was Neues. Ich finde, EA sollte mal wirklich was Neues raushauen wieder oder eben dann spätestens zu FIFA 19 was Neues bringen. Und mir haben auch ganz, ganz viele Leute geschrieben, dass eben das Feeling für sie nicht mehr dasselbe ist. Damals zum Team of the Season haben sie einfach ein geiles Feeling gehabt. Sie wollten das Ganze machen. Sie wollten geil ins Team of the Season reinstarten und einfach viele Packs öffnen und so weiter und so fort. Und das ist jetzt eben nicht mehr ganz so der Fall bei vielen, vielen von meinen Abonnenten, eben bei vielen, vielen von euch. Und ja, bei mir ist es eben auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich der Fall, dass ich da krass Bock auf das Team of the Season habe. Aber wie gesagt, die SBCs, die feiere ich schon extrem und darauf habe ich schon auf jeden Fall Bock und dazu werden, denke ich, auch Videos kommen. Okay, und jetzt bist nochmal du gefragt und zwar würde ich dich bitten, dass du in die Kommentare eine Zahl von 1 bis 10 schreibst. 1 ist, du bist überhaupt nicht gehypt auf das Team of the Season und dich interessiert es eigentlich gar nicht. Und 10 ist, du bist komplett gehypt auf das Team of the Season und du feierst es komplett und würdest am liebsten den ganzen Tag nur FIFA spielen und das Team of the Season genießen. Also schreibt mir in die Kommentare, wie sehr ihr gehypt seid. 1 ist sehr, sehr wenig gehypt und 10 ist extrem viel gehypt. Ich würde da einfach eine klassische 5 geben, ganz neutral. Also ich bin jetzt nicht gar nicht gehypt, aber ich bin jetzt auch nicht unfassbar gehypt. Also ich hoffe, dass ihr mir da so viele Kommentare wie möglich da lässt. Am besten einfach, wenn jeder da wirklich kurz mal eine Zahl reinschreiben könnte. Und damit war es das jetzt auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes, auch wenn es mal schlechter läuft. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao!